Hallo und willkommen zurück zum Radsportmanager 2015. Wir sind jetzt gleich 2016 angekommen und wir sehen hier, dass wir pünktlich zu Weihnachten bzw. nach Weihnachten am 28. Dezember ein Geschenk bekommen haben. Und zwar nochmal extra Punkte. Wir haben Level 13, Stufe 13 erreicht, haben jetzt am Hügel eine 78, in der Beschleunigung eine 77, im Sprint die 66. Bergwert ist gleich geblieben, aber das ist schon ziemlicher Irrsinn, was wir hier an Punkten bekommen. Wir sind ja gerade noch nicht mal in der zweiten Saison quasi, die startet ja gleich erst. Gleich werden wir auch 20 Jahre alt. Und dann fahren wir auch quasi, wir sehen schon unten unser neues Trikot, unser neues Team. Die Kader werden initialisiert und dann können wir uns unseren Rennkalender gleich mal anschauen. So, wir sehen Ermüdung natürlich wieder im grünen Bereich. Sienit Cup kann man fahren. Wir schauen in die Planung rein, aber wir sehen hier schon zwei HC-Rennen. Datum für ein anderes Rennen gesperrt. Herald Sun Tour können wir fahren. Étoile de Bessèges. Wir haben 75 Punkte zur Verfügung. Das sieht alles schon mal anders aus als letztes Jahr. Richtige World Tour Rennen sind hier jetzt allerdings. Da haben wir Paris-Nizza rein theoretisch, was wir fahren können. Das ist natürlich cool. Da gibt es eine hügelige Ankunft für uns. Auch hier liegt es uns eigentlich gut. Das Zeitfahren würde ich mal weglassen. Aber das ist doch schon was ganz anderes als jetzt letztes Jahr. So, den Cyanide Cup würde ich generell mal weglassen. Wo legen wir denn den ersten Höhepunkt? Étoile de Bessèges ist jetzt nicht unbedingt so ein Rennen, was man unbedingt mitnehmen muss. Ist auch sehr, sehr flach. Dann noch ein Zeitfahren, das ist überhaupt nichts für uns. Na gut, könnten wir eh nicht, sind wir eh nicht eingetragen für. Weil wir für die Herald & Sun Tour eingetragen sind. Da gibt es ein Zeitfahren, dann wird es hügelig. Und dann wird es nochmal hügelig. Eigentlich gar nicht mal so schlecht, gerade zum Warmrollen. Den Cyanide Cup, Cup 2 können wir vielleicht. Nee, welcher war der hügelige? War das der Dreier? Genau, der Dreier war das. Dann machen wir das schon mal so, dass wir die ersten beiden weglassen. Den Cyanide Cup 3 fahren, dann die Herald & Sun Tour. Dann schauen wir mal. Vuelta Andalusia. Naja, ist auch ein 2.1-Rennen. Wir wollen uns ja noch verbessern. Tour de Haut-Varmattin. Das sieht hügelig aus und nochmal hügelig. Das ist auf jeden Fall was für uns. Und dann sind wir auch schon quasi Ende Februar. Da können wir Classic Sud-Ardèche. Das ist eigentlich auch ein gutes Rennen für uns. Das nehmen wir mit. Das sind ja auch alles nur Eintagesrennen. Dann haben wir quasi den Cyanide Cup, eine Rundfahrt. Um so ein bisschen in den Rhythmus zu kommen. Da werde ich die Fitness aber noch nicht besonders nach oben machen. Valence Drôme Classique können wir ruhig auch mal drin lassen. Oder Classic. Paris-Nizza würde ich natürlich sehr gerne fahren. Das ist vom Profil her auch gar nicht so schlecht. Da ist es hügelig, haben wir eben schon gesehen. Und hier allein dann im zweiten Jahr schon Paris-Nizza ein Pro-Tour-Rennen zu fahren, ist natürlich saugeil. So, dann können wir hier natürlich überall nicht mitfahren. Dann beginnt sowieso Milan San Remo. Da brauchen wir Stufe 4 in einem World Tour Rennen. Erreichen Sie die Top 5, gewinnen Sie ein Trikot oder gewinnen Sie eine Etappe. Das müssen wir dann schaffen. Zu Paris-Nizza würde ich sagen, sind wir dann auf jeden Fall schon mal in Topform. Dann Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Das ist so ein richtig traditionsreiches Rennen. Hügelig, bergig. Boah, da sind zwei Zeitfahren dabei. Weiß nicht, ob wir uns das unbedingt antun sollten. Ist aber relativ direkt nach Paris-Nizza. So, Kriterium International würde ich eigentlich lieber fahren, aber das sieht dann, da gibt es bestimmt einen richtigen Berg. Das lassen wir mal weg. 3 Tage von Le Pan können wir auch weglassen. Das ist Kopfsteinpflaster. Volta Limburg Classic hört sich gut an, ist es aber nicht. Lassen wir mal raus. Paris-Camembert, dann eine Runde von Flandern können wir nicht fahren, aber Amstel Gold Race können wir fahren und das fahren wir auf jeden Fall. Ich meine, das ist das Wichtigste überhaupt, Flèche Wallonne fahren wir auch auf jeden Fall. So, jetzt haben wir allerdings nur noch 30 Punkte zur Verfügung. Lüttich-Bastogne-Lüttich können wir leider noch nicht fahren, aber dann haben wir den De Brance-Pile, da ist allerdings viel Kopfsteinpflaster dabei. Dann will ich lieber andere Rennen zur. Boah, das sind nochmal 12 Punkte, die das kostet, egal. Tour du Finistère, das fahren wir auch nochmal zum Umwarmfahren fürs Amstel Gold Race.
Dann haben wir quasi im April schon mal unseren ersten Saisonhöhepunkt. Ich meine, wir sind ein Klassikerfahrer. Es ist klar, dass wir hier zu diesen Rennen in Topform sind. La Flèche Ardennaise lassen wir auch nochmal. Das kennen wir aus dem Vorjahr. Haben wir gewonnen. Circuit de Wallonie. Das würde ich dann eher mal rauslassen mit dem Kopfsteinpflaster. Ich glaube, da sind wir auch letztes Jahr gestürzt. Tour de Picardie. Jetzt haben wir eh nur noch 10 Punkte übrig für die Saison, aber wir machen ja vielleicht nochmal einen Stufenaufstieg. Vuelta Castilla y León. Ja, muss nicht unbedingt sein. Dann würde ich sagen, machen wir hier vielleicht mal eine kleine Pause. Beziehungsweise dann zur Belgien-Tour. Da ist Kopfsteinpflaster, Zeitfahren. Und dann die fünfte Etappe ist was für uns. Dann lassen wir den Rennplan erstmal so, wie er ist. Fahren jetzt quasi den Cyanid Cup. Das Training müssen wir jetzt natürlich nochmal schauen. Wann fahren wir das Training hoch? Zum Cyanid Cup noch nicht. Harald Sun Tour ebenfalls nicht. Gibt es wie gesagt ein Zeitfahren. Die zweite Etappe könnte uns liegen und die fünfte ebenfalls. Da können wir ja vielleicht mal schauen, was wir alles raushauen können. Aber wir brauchen für Stufe 4 brauchen wir ein World Tour Rennen. Also da bringt es uns nichts mehr beim 2HC Rennen, sondern wir müssen wirklich beim World Tour Rennen was machen. Also müssen wir bei Paris-Nizza auf jeden Fall auf Etappensieg fahren oder eben uns vielleicht ein Trikot holen. Suchen wir uns eine Etappe aus, wo es viele Bergwertungen gibt. Vielleicht diese hier, die siebte Etappe. Wenn wir da in eine Ausreißergruppe reingehen, haben wir Chancen, da vielleicht das Bergtrikot zu holen. So wie wir es damals bei der Polen-Rundfahrt versucht haben. Die haben wir ja dann aus Versehen auch noch gewonnen. Das passiert ab und zu mal. So, dann Paris-Nizza auf jeden Fall der Formhöhepunkt. Dann schaue ich, dass ich so Ende Februar mit dem Training richtig anfange nach der Harald Sun Tour, wo wir uns nur ein bisschen warm rollen werden. Können wir ja mal schauen. Wir fahren jetzt auf jeden Fall erstmal den Cyanid Cup 3. Da waren wir ja letztes Jahr auch relativ weit vorne, aber das war ja unser drittes Rennen dann erst. Das war quasi die allererste Folge. Omloop-Hit, nee, das ist auch wieder Kopfsteinpflaster, das wollen wir nicht. Also dann trainieren wir jetzt erstmal ganz normal mit einem Dreierwert, um die Form so ein bisschen zu halten. Und dann fahren wir den Cyanid Cup. So, so früh im Jahr sind natürlich auch noch keine Rennen. Wir haben jetzt ordentlich Trainingstage. Die Ermüdung geht dann leicht nach oben. Aber das können wir theoretisch auch nochmal runterstellen. So, am 17.01. ist es soweit. Ich schaue jetzt gerade mal kurz ins Training rein. Da sehen wir, dass die Form dann hier auch schon nach oben geht bei der Harald Sun Tour. Was eigentlich gar nicht so unbedingt sein muss. Wir können mit dem Training eigentlich nochmal runtergehen. Das brauchen wir gar nicht unbedingt so früh im Jahr, dass die Ermüdung dann eben auch hochgeht. Und dann rollen wir die Harald Sun Tour vielleicht einfach nur mal mit. So, den Cyanid Cup. Ich habe noch nie einen Cyanid Cup gewonnen. Vielleicht schaffen wir das jetzt ja mal. Ich meine, mit einem 78er Wert. Wir sind auch natürlich Kapitän unseres Teams, was wir uns noch gar nicht angeschaut haben, unser neues Team. Finde es so unspektakulär, dass ich es komplett vergessen habe. So, vom Durchschnittswert sind wir auf Platz 1. Wir haben jetzt schon 74. Im Durchschnitt sind gerade mal 20 Jahre alt. Die Form ist schon okay. Ist durchschnittlich. So, die Eigenschaften am Hügel. Boah, eine 78 jetzt schon. Das ist echt brutal. Beschleunigung eine 77. Also ich denke mal, aus Eddy Merckx wird man ein richtig guter Fahrer. Wir sehen relativ viele Pancheure hier im Team. Da ist noch Floris Detieux, wahrscheinlich nicht Detieux, sondern Detieux. Dries van Gestel, Elliot Lieter, Peter Jacobs, Victor Campenaerts, Laurens de Vreese, und ihr könnt es ja selber mal schauen. Kopfsteinpflasterfahrer ist der hier, der Laurens de Vreese. Sprinter haben wir mit Jarl Salomein einen ganz ordentlichen. In der Beschleunigung sind wir der Topfahrer des Teams jetzt schon. Also, da haben wir uns, denke ich mal, ein ganz gutes Team ausgesucht. Da passen wir gut rein. Und dann gehen wir jetzt auch mal quasi in unser erstes Rennen. Über 123,7 Kilometer geht das nur. Ich würde mal behaupten, wir sind Topfavorit, oder? Hallo? Was? So. Sind wir nicht, weil Enrico Gasparotto noch am Start ist mit einem Hügelwert von 79. Wow. Damiano Cunego ist auch wieder dabei. Der war, glaube ich, letztes Jahr auch am Start. Auch einer dessen, ach, Fahrertyp Pancheur ist er jetzt inzwischen. Hat man Giro gewonnen. Nun gut, dann sehen wir uns gleich im Rennen wieder.
So, und da sind wir auch schon wieder. So, meine Maus spielt verrückt. Da sehen wir unser neues Trikot. Wir sind mit der Nummer 11 unterwegs quasi, weil wir an zweiter Stelle genannt sind. Es regnet mal wieder, wie es eigentlich immer regnet, wenn Eddy Merckx Rennen fährt. Die sieht eigentlich ganz cool aus. Die haben sogar lange, lange Hosen an heute bei dem Wetter. Aber es ist auch noch früh im Jahr. Ganz klar, aber es ist cool. So, gleich. Also ich würde sagen, wir haben heute gute Chancen zu gewinnen. Bin da sehr optimistisch, ob wir jetzt am vorletzten Berg schon was machen. Nur wenn einer attackiert, dann gehen wir da mit. Da sehen wir unsere 3M-Jungs aus dem Vorjahr, die wir uns sehr, sehr wohl gefühlt haben. Aber jetzt natürlich neues Team, Rudelwert 78, das ist Wahnsinn. Also mal schauen, wie weit das überhaupt noch hochgehen kann. Und da geht schon unser erster unseres Teams, versucht sich da aus der Gruppe zu verabschieden. Wir sehen hier, das ist schon ein ordentlicher Hügel, ins Ziel geht es dann etwas flacher. Da müssen wir mal gucken, ob sich da eine Gruppe bildet. Da wollen wir natürlich dabei sein, ansonsten selber initiieren werde ich nichts, weil ich glaube, wir sind schnell genug, um den Hügel dort als erster hochzufahren. Wenn wir da von vorne reinbrettern, warum nicht? Beschützt werden wir natürlich auch, sind direkt Kapitän unseres neuen Teams. Wenn andere Teams gewusst hätten, dass wir uns so stark entwickeln, wären wir wahrscheinlich jetzt auch bei einem anderen Team, beim Pro-Tour-Team unterwegs. Aber unsere anderen Werte müssen sich natürlich alle noch verbessern. Der Regenerationswert ist ziemlich schlecht mit einer 56. Ich weiß nicht, ob wir später mal auf Bergfahrer umsteigen sollten. Also bei Ulle hat das relativ wenig gebracht, auf Pascha umzusteigen und einmal das andere Training zu machen. Das war eher kontraproduktiv, deswegen hatten wir jetzt bei der Tour auch nur eine 81 am Berg. Jetzt muss ich mir gerade auf die Lippe beißen, um nichts zu verraten. Müsste jetzt ja parallel laufen, glaube ich. Ja, wie gesagt, richtig cool geworden, die Tour de France. Richtig Spaß gemacht, das aufzunehmen. So, jetzt bloß nicht stürzen. Eine Verletzung für die Karriere reicht. Das war jetzt quasi zum ersten Mal dieser etwas steilere Hügel. Ein bisschen Optik wie ein Kackhaufen. Drei Fahrer sind vorne weg. Das sind Goyens aus unserem Team, Morianz, ein Österreicher und Gonzalez. So, die Trikots gefallen mir auf jeden Fall ganz gut. Das Schwarz-Gelbe hat mir nicht so gut gefallen. Das hat mich ein bisschen zu sehr an Borussia Dortmund erinnert. Da können wir gut spielen. Bin ich als Schalker natürlich nicht so auf deren Seite. Zum zweiten Mal den Kackhaufenberg hoch. Wir sehen es schon so ein bisschen nebelig drumherum. Wieder Wetter für Eddy Merckx. Aber wie gesagt, das Wetter richtet sich nach Eddy Merckx. Wenn er will, dass es regnet, dann tut es das auch. Man kann auch ein 24-Stunden-Rennen in 12 Stunden beenden und er kaut Bienen, um Honig zu bekommen. Also Eddy Merckx ist der Chuck Norris des Radsports, er kann alles. Macht auch für Zigarettenwerbung, obwohl er gar nicht raucht. Das finde ich schon wieder eine sehr witzige Anekdote. So, Tagesform plus 1. Finde ich schon mal sehr gut. Jetzt krabbel ich gerade eine Fliege über mein Bildschirm und meinst, dann müsst ihr ja mal mitten ins Renngeschehen eingreifen. Aber rechtzeitig hat sie sich aus dem Staub gemacht und jetzt machen wir gleich langsamer. Nach der Ebene geht es dann schon in diesen Anstieg rein. Und dann sind es nur noch ein paar 20 Kilometer. Die Ausreißer sind noch anderthalb Minuten weg. Das ist alles halb so wild. Ich denke, die anderen Fahrer sind auch noch nicht besser in Form als wir. Jetzt geht es hier in den Anstieg rein. So, auf geht's, Eddy. Jetzt aber ordentlich die Post ab vorne. Sind doch vielleicht auch schon einige Fahrer besser drauf als wir, aber die hauen da jetzt auch ordentlich ein. Theoretisch könnte ich jetzt auch hinterher sprinten, aber ich lasse es mal.
Ist auch gut, dass wir es gelassen haben. Jetzt fahren wir mal kurz nach vorne. Das macht die Merx ja relativ locker. Dann fahren wir mal hier wie der Boss des Feldes daneben und sagen, Jungs, was macht ihr hier eigentlich? Wenn der hier angreift, dann kriege ich Paras. Und da sehen wir Gasparotto, unser größter Konkurrent heute. 79 am Hügel, jetzt 78 in der Beschleunigung. Da können wir nicht mithalten, vor allem die anderen Werte sind auch alle nochmal besser. So, jetzt geht es aber hier ab. Da müssen wir jetzt die Attacke mitgehen. Auch Eddie dranbleiben. Boah, jetzt ist der Balken weg. Verdammt. Na, da ist die Form doch noch nicht so wirklich gut. Aber es geht den anderen jetzt auch nicht unbedingt besser. Jetzt geht es hier über den Gipfel. Wir hauen jetzt den Energieriegel noch rein. Wir müssen jetzt aber ein bisschen Tempo rausnehmen. Müssen die anderen nachfahren lassen. Es geht ja nochmal leicht bergauf. Deswegen müssen wir jetzt regenerieren. Ja, zumindest der rote Balken kommt zurück. Aber es wird wohl nicht für den Sieg reichen. Ist jetzt auch nicht der prestigeträchtigste Cup, aber was soll's. So, wir müssen die jetzt fahren lassen. 11 Kilometer, es geht dann gleich nochmal in die Ebene. 5 Fahrer sind hier dabei. Das hat uns aber ordentlich den Zahn gezogen, da die Attacke gerade. Aber es geht gleich nochmal leicht bergauf, aber der Vorsprung ist schon fast eine Minute vom Führenden. Jetzt sind noch 8 Kilometer. Die anderen Jungs hier sind platt. Vielleicht können wir jetzt doch nochmal mit einer 80. Wir haben uns eigentlich ganz gut regeneriert. Vielleicht kommen wir nochmal nach vorne. Sprinten können wir ja auch noch. So, der ist ziemlich platt. Den holen wir uns auf jeden Fall noch. Jetzt nach vorne in den Berg rein. Nee, aber der rote Balken, nee, das wird nichts. Da müssen wir wieder Tempo rausnehmen. Etwas zu schnell unterwegs gewesen. Na, auf, komm schon, häng dich dran. Jetzt bleiben wir uns kaputt. Das war nicht optimal. Jetzt ist Eddie auch platt. Es wird nichts mehr, da werden wir höchstens 5., 6., 7. werden. Da bricht er jetzt hinten raus richtig ein, aber da fahren wir wenigstens neben dem Top-Favoriten her. Ja, komm, sprinte vorbei, Eddie, komm, hol es dir. Wären wir nur 6. Schade. Taktisch nicht so clever gefahren, aber die Fitness war auch noch nicht richtig gut. Bongiorno wird da Zweiter. Katakuma war da dabei, also waren schon ein paar richtig gute Fahrer. Und zum Saisoneinstand lassen wir das dann erstmal so stehen. Die Harold Sun Tour machen wir in der nächsten Folge. Wie gesagt, ich muss mal wieder so ein paar kürzere Folgen machen. Aber bei den Top-Rennen, so Paris-Nizza, werden wir uns dann natürlich wieder etwas länger unterwegs sein. Und dann sehen wir uns auch wieder in der nächsten Folge mit Eddie Merckx. Dann schauen wir uns vielleicht auch nochmal ein paar Top-Teams an, ob es da Veränderungen gab transfermäßig. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dann.